Hallo Easy German Fans, wir sind in Münster und Miri und Kari fragen heute zwei Fragen. Und zwar erstens, was ist euer Lieblingsfilm? Und zweitens, wenn ihr in einem Film einen Charakter nachspielen könntet, wer wäre das? Das könnt ihr übrigens auch gerne in unseren Kommentaren beantworten. Und wir suchen und finden jetzt unsere Antworten in der City und im Schiller-Gymnasium. Komm, Kari. Los geht's. Dann frage ich gleich mal los. Was ist denn Ihr Lieblingsfilm? Ach du lieber Gott. Oder zwei oder drei. Casablanca. Ach, und gibt's da auch eine ganz bestimmte Szene, die Sie gerne mögen? Ja. Können Sie die für die Zuschauer, die das nicht kennen, kurz beschreiben? Ich kann nicht so gut singen. Das ist die Szene, wo er am Klavier spielt. Adams Äpfel. Worum geht's in dem Film Adams Äpfel? In dem Film Adams Äpfel geht's um Gut und Böse eigentlich. Ne? Also es geht um einen Pfarrer, der quasi blind für alles ist, was böse ist. Ist aber umgeben in seiner Pfarrei von Menschen, die eigentlich nur Böses tun. Okay. Er bildet sich ein, dass er sie alle bekehrt. Für ihn funktioniert das auch alles, aber da tut sich überhaupt gar nichts so. Und ja, darum geht's eigentlich. Also das hat noch Wendung hier und da, aber ich glaube, das geht jetzt zu weit. So. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist Inception. Wissen Sie noch, wie der Hauptdarsteller heißt? War es nicht Humphrey Bogart? Und könnten Sie sich auch vorstellen, den mal zu spielen? Nein, der ist zu gut gewesen. Welche Rolle würden Sie denn in einem Film gerne mal übernehmen? Irgendeine ganz kleine Nebenrolle. Zum Beispiel als? Egal, vielleicht als Gemüsehändler. Eine kleine Nebenrolle als Gemüsehändler, geht raus, wir werden uns mal umhören für Sie. Danke, das wäre nett. Und eine Lieblingsszene, hast du die auch spontan? Nein. Würdest du auch mal gerne bei Inception mitspielen? Ja. Und welche Rolle würdest du dann übernehmen wollen? Von Leonardo DiCaprio. Was macht er in dem Film für die Zuschauer, die den Film nicht kennen? Ach so, er schauspielert. Und was für eine Rolle übernimmt er? Die Hauptrolle. Sehr gut und knapp beantwortet, die Fragen. Oh Gott, mein Lieblingsfilm, Pulp Fiction, glaube ich. Gibt es da auch eine bestimmte Szene, die du ganz besonders magst? Oh, ich glaube der Klassiker, wo sie im Auto sitzen und über Cheeseburger diskutieren. Die ist halt direkt am Anfang und die hat mich damals ziemlich gecatcht. Hallo, Karis Vater, ich habe eine Frage an dich. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? James Bond. Alle James Bond Filme. Und welcher von den unterschiedlichen James Bond Schauspielern gefällt dir am besten? George Lazenby. War der noch vor Pierce Brosnan dran? Ja, der hat nur einmal das gemacht. Ja, ja. Wieso ist das dein Lieblingsschauspieler? Ja, weil ich den Film gut fand. Und könntest du dir auch vorstellen, mal einen James Bond zu spielen? Nee, jetzt nicht mehr. Aber früher ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Mein Lieblingsfilm eigentlich Hinter dem Horizont. Worum geht es in dem Film? Sehr traurig. Ja. Robin Williams, der schon gestorben ist, ein sehr trauriger Film, der beschreibt, wie das Leben nach dem Tod ausschauen könnte. Und er befreit dann seine Frau von der Hölle. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm, das ist Stalker von Andrei Tarkowski. Und worum geht es in dem Film? Es geht um einen einsamen Jäger, der in ein Sperrgebiet immer wieder eindringt, um so im Grunde sich selbst zu finden. Also ist schon sehr speziell russisch. Miri, darf ich mal raten, was dein Lieblingsfilm und deine Lieblingsrolle ist? Willst du das raten? Ja. Ja, rate mal. Du spielst in Godzilla. Fast. That was easy. War der gut? Gut guess? Ja, total. Ja, ich mag tatsächlich sehr gerne den Film Sin City. Sin City? Ja, weil der auf einer Comicbuchreihe basiert von Frank Miller. Und der Film ist grafisch so geil umgesetzt, Kari. Ja. Der Film ist grafisch so geil umgesetzt. Fast so wie das Original, die Bücher. Okay, und bei Adams Äpfel, gibt es da vielleicht einen Charakter, den du gerne spielen würdest? Ja, den Pfarrer.
gehabt, weil ich das ist schon ein Segen, nicht mitzukriegen, wie schlimm alles um einen rum ist. So, ne, verdrängt das halt einfach. Das, ja, so, das. Kannst du dich an den Schauspieler erinnern? Mads Mikkelsen ist das. Ah, der ist richtig cool. Der macht auch andere gute Filme, ne? Ja, eigentlich nur gute Filme. Also es gibt eigentlich keine schlechten Filme mit ihm. Du würdest gerne einmal eine Rolle von Christoph Waltz übernehmen? Auch unter anderem, ja. Yeah. Würdest du sagen, dass einer deiner Lieblingsschauspieler ist? Ja. Mit seiner Mimik-Gestik auch, ja. Hast du auch eine Lieblingsschauspielerin? Bist du Schauspielerin? Ja, auch unter anderem. Dann bist du meine Lieblingsschauspielerin. Danke. Gut, dann sind wir hier fertig. Kennst du die Szene mit Barbara Streisand, wo sie unter der Dusche steht bei Die nackte Kanone? Mhm. Weißt du, welches Lied sie da singt? Na? Memories. Memories are the corners of my mind. Oder so? So ähnlich. Ja, ja, ja. Einmal googeln, bitte. Einmal googeln, bitte. Danke, Anna-Maria. Danke auch. Okay, welchen Bösewicht würdest du in einem James-Bond-Film spielen? Oder vielleicht in einem ganz bestimmten James-Bond-Film? Den Beißer. Den Beißer. Was macht der Beißer für die Zuschauer, die den nicht kennen? Der hat so Metallzähne und beißt alles kaputt. Der kann Drahtseile durchbeißen, kann aber auch Menschen aufessen und sowas. Alles klar, ich gehe. Ja, das ist nicht so einfach, aber ich glaube, ich würde mir einen Kinderfilm aussuchen. Vielleicht so Harry Potter, mal einmal durch Hogwarts laufen und wirklich dabei sein in der Zauberwelt oder so. Irgendwas, wo es viele Effekte gibt, wo irgendwelche Sachen durch die Luft fliegen. Vielleicht als Bibi Blocksberg auf dem Besen durch die Gegend fliegen oder so. Welchem Haus gehörst du an? Welchem Haus ich angehöre? Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich hoffe, ich bin im Herzen ein Gryffindor, aber ja, manchmal kommt das böse Slytherin noch durch. Man weiß es nicht so genau. Und was spielst du denn dann? In dem Film? Als Comicfigur. Der Film wurde ja mit echten Leuten gedreht. Ja, ja. Und in dem Film gibt es ein paar geile Rollen. Ehrlich gesagt würde ich gerne eine Rolle spielen von einer der Prostituierten in Old Town. Da gibt es eine, die kann voll krass fesseln und die ist einfach krass drauf, ja. Ja. Und dann gibt es noch mit Jessica Alba, die spielt da auch mit, Bruce Willis spielt auch mit und Clive Owen spielt auch mit, Brittany Murphy, also sehr, sehr viele bekannte Schauspieler, die alle zusammen so eine kleine Stadt bewohnen. Ja, ich wäre Bruce Willis in Stirb langsam. Welche Szene gefällt dir am besten in Stirb langsam? Alle. Wo er langsam stirbt. Und welcher? Wo er langsam stirbt. Ja, Miri, das war ja eine schöne Episode mit dir. Endlich bist du wieder da gewesen, vor der Kamera von Easy German. Danke, dass ihr zu mir gekommen seid. Sehr nett von euch. Und mir hat die Antwort mit dem Gemüsehändler am besten gefallen. Echt? Der wollte eine kleine Nebenrolle als Gemüsehändler haben und war auch Gemüsehändler. Wer war das? Der Gemüsehändler hier um die Ecke. Ach, wie nett. Ja, jetzt fragen wir uns natürlich, was ist eure Lieblingsrolle in einem Film? Und das könnt ihr jetzt mal, euer Vokabular aus der heutigen Episode testen und das hier unten in die Kommentare schreiben, auf Deutsch. Welche Rolle würdet ihr spielen, wenn ihr in einem Film mitspielen könntet? Und zwar in welchem Film? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann freuen wir uns, Mitglied bei Easy German zu werden bei Patreon. Das könnt ihr hier unten machen. Nee, gar nicht. Hier unten. Hier unten. Und hier könnt ihr uns abonnieren, damit ihr mehr Easy German seht. Ja, abonniert uns. Danke, Miri, dass du dabei warst. Schaut immer wieder rein. Tschüss. Schaut immer wieder rein. Tschüss.